Hi, Dieter und Billy. Ich bin Marc vom Kanal Fire Woodcraft und ich mache mit bei eurer 300 Plus Challenge. Ihr habt ja gefragt nach zwei Dingen. Aber erstmal muss ich was essen. Ich bin heute im Wald und probiere mein neues Kochset aus. Und bin so ungefähr seit, nicht nur ungefähr, sondern genau, seit 2 Jahren wieder richtig viel draußen. Ich war vor 20 Jahren viel draußen, oder vorher 22 Jahren jetzt. Und habe das dann so ein bisschen durch Job und Arbeit und so weiter alles verloren. Bin jetzt erst seit 2 Jahren wieder draußen. Und ihr habt ja gefragt, unser schönstes oder unser schlimmstes Outdoor-Erlebnis. Ganz ehrlich, Leute, ich kann das gar nicht sagen. Ich finde jedes Mal, wenn ich draußen bin, es ist mega schön. Es ist immer irgendwie was Neues zu lernen und was Neues zu gucken. Und heute ist auch so ein Tag, da war ich heute draußen, um eben was Neues zu kochen, mein Kochgeschirr auszuprobieren. Und dann vorhin habe ich auf meine Wetter-App geguckt und gesehen, oh scheiße, das wird gleich hier Gewitter geben. Es ist kein Gewitter gekommen, aber egal. Dann habe ich halt hier noch einen Tarp aufgespannt und habe mir hier gemütlich gemacht. Also wirklich richtig cool. Insofern kann ich gar nicht sagen, was mein schönstes Ausdauererlebnis ist. Und ich habe das mit den 2 Jahren, mein Holzvergaser qualmt gerade ein bisschen. Ich glaube, man sieht das. Ja, ist auch ein Test für mich heute, also alles gut. Insofern kann ich gar nicht sagen, was mein schönstes Erlebnis ist. Auf der anderen Seite, mein schlimmstes Erlebnis habe ich auch nicht. Ich habe zum Glück, wirklich zum Glück, noch nichts Schlimmes erlebt. Mir ist noch nie was passiert, mit den Leuten, mit denen ich losgegangen bin, ist noch nie was passiert. Vielleicht eine lustige Episode aber, das war für mich nicht schlimm. Ich glaube aber für einen, der mitgekommen ist auf einer Tour, für den war das richtig schlimm. Ein ganz junger Kerl, total nett, ist mitgekommen zu einer langen Wanderung in der Lüneburger Heide, Anfang diesen Jahres, ich glaube es war März oder April. Und wir waren 10 Leute und der ist halt mitgekommen. Und ist mit einer Lastenkraxe gekommen und hat dann sein ganzes Zeug da aus dem Auto, hat er ausgeladen. Ich habe gefragt, was hast denn du da alles dabei? Ja, dies und jenes und ich habe auch eine Petromax dabei. Ich so, hä, wie Petromax? Ja, eine Starklichtlampe. Ich sag, ja gut, okay. Aber du weißt schon, dass das Ding schwer ist. Ja, das macht nichts, ist ja eine Lastenkraxe. Okay. Ich dachte, na gut, okay, ja, nimm das mit, kein Problem. Wir sind dann losgelaufen und wir sind wirklich von dem Parkplatz runter, wo die Autos standen. Eine Ecke weiter ist ihm von der Lastenkraxe der Hüftgurt, also die Schnalle zum Hüftgurt. Jetzt wird es hier aber wirklich unangenehm. Gebrochen. Und das wird gleich wieder angehen. Naja. Und als wir dann weitergelaufen sind, so, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Kilometer vielleicht, dann gesagt, oh, ist umgeknickt 2-3 Mal. Also seinen Hüftgurt haben wir dann wieder notdürftig geflickt. Und, Sekunde mal, ich muss mir mal kurz das Feuer kümmern. Gut. Ja, brennt wieder. Gut, und als wir dann weitergelaufen sind, dass er ein paar Mal umgeknickt hat, hat er gesagt, er ist total untrainiert und das
Ja, geht ihm nicht gut und er will aber weiterlaufen. Als wir dann so bei Kilometer 15 waren, habe ich dann gesagt, du musst echt nicht weiterlaufen, das tut echt nicht Not. Wenn es dir nicht gut geht, dann gib uns doch Sachen von dir ab. Und so hat er dann seine Petromax erstmal von seiner Lastenkrax runtergenommen und es dann damit hat versucht, noch weiterzulaufen. Es ging aber auch nicht. So 2, 3 Kilometer weiter hat dann irgendein anderer, also einer aus unserer Gruppe, seine Lastenkraxe dann genommen. Der ist dann alleine weitergelaufen bis zu unserem Lagerplatz. Das war für den selber, war das wirklich eine Scheißerfahrung. Ganz ehrlich, das war wirklich eine Scheißerfahrung. Das hat mir auch echt total leid getan. Der ist auch am nächsten Tag nicht mehr zurückgelaufen. Einer aus unserer Gruppe, Olaf, ist mit ihm zusammen dann noch ein Stück durch den Wald gelaufen, sodass wir dann an der Straße abholen konnten, dann später am Abend. Also das war für den wirklich eine Scheißsituation. Das war so das, ja, nicht mein schlimmstes Erlebnis, aber für den war das echt richtig Kacke. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Mit etwas Leckerem zu essen. Was das ist, kannst du auch anschauen. Dazu gibt es ein anderes Video. Wird hier verlinkt oder guckt in meine Video-Playlist. Das ist mein Test von meinem neuen Kochgeschirr. Die Vorstellung vom Kochgeschirr blende ich ja auch irgendwo ein. Alles klar. Ich wünsche dir für deinen Kanal alles Gute. Ich mag den total gerne gucken. Ich mag euch beiden gerne. Ihr seid super lustig. Das ist immer richtig was zu lachen. Ich finde, ihr macht richtig coole Geschichten. Eure Gegend gefällt mir richtig gut. Habe ich ja schon mal gesagt oder habe ich schon mal in die Kommentare reingeschrieben. Also da muss ich unbedingt nochmal vorbei. Alles klar. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns wieder auf eurem Kanal, auf meinem Kanal. Bis dann. Tschüss.